Morgen, ich war jetzt gerade bei Anna, weil ich habe Butter gebraucht. Ich hatte keine Butter mehr, ich wollte nämlich eigentlich gestern einen Kuchen backen und wollte noch Plätzchen machen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt zuerst die Plätzchen, weil in der Zeit kann ich dann, also während die ja, der Teig muss ja, also ich habe Vanillekipferl gemacht und der Teig muss irgendwie so 2 Stunden kühlen und in der Zeit hätte ich ja halt gedacht, mache ich den Kuchen. Habe ich einfach die komplette Butter bei mir zu Hause für die Kekse, für die Plätzchen aufgebraucht. Und dann dachte ich so, shit. Und ja, jetzt habe ich bei Anna Butter geholt und jetzt mache ich noch einen Kuchen, weil wir kriegen auf jeden Fall Besuch von Leos Cousin. Den hat er nämlich schon ewig nicht mehr gesehen. Und genau, da backe ich einen Kuchen. Weißt du was, das hält nur auf glattem Untergrund, wie zum Beispiel der Tisch. So, und jetzt versuch's mal. Wow. Ich kann das auch. Ich kann das auch. Okay, jetzt versuche ich es mal wegzukriegen. Ah, geht aber schwer. Du bist aber stark. Okay, nochmal. Geschafft. Jetzt mal ich. Das geht nicht. Ich helfe dir. Ja, danke. So, jetzt machen wir mal das Puzzle hier. Das machst du jetzt ganz alleine, ohne mich. Mit dir. Okay. Also, wo kommt dieses Puzzle hin? Aua. Hier. Ja. Perfekt. Und wo kommt das hier hin? Guck mal, du musst gucken, was ist da drauf? Was siehst du da? Was siehst du da? Was ist das? Was ist das hier? Jo, ich meine nicht. Ja, dann mach das bitte mal da drauf. Guck mal, Eliana. Also ich glaube, Puzzeln ist nicht so deine Stärke. Guck mal hier. Sieht das für dich richtig aus? Nein. Ja, das muss man umdrehen. Kommt so rum. Und das? Das hier kommt so hin. Das fehlt noch. Nein, da. Fertig. Ich werde das nochmal machen. Nochmal. So, ich habe mich jetzt ready gemacht. Ich räume jetzt noch ein bisschen auf. Und dann fange ich an mit dem Kuchenbacken. Ich bin mal gespannt. Und zwar mache ich ein Thermomix-Rezept, was ich eigentlich immer mache. Und zwar ist es, finde ich, der geilste Apfelkuchen auf Thermomix. Und zwar ist es dieser Apfel-Baiser-Kuchen. Das ist irgendwie so ein polnischer Kuchen oder sowas. Ich bin jetzt gerade hier im Auto auf dem Weg zu Rochelle, weil ich bei ihr ein paar Pakete abhole. Und ich habe auch noch was für die Kids mitgenommen. Für John und Leo. Heute hat unser 12 Days with Uncutmas begonnen. Richtig aufregend auf Instagram. Und Kat und ich haben überlegt, ob wir auch das ein oder andere Gewinnspiel auch auf YouTube machen. Ja, weil wir irgendwie zurzeit den Fokus viel mehr auf Instagram legen, gerade was Gewinnspiele angeht. Aber wir möchten uns natürlich auch bei unserer YouTube-Community bedanken, die eventuell kein Instagram haben und uns dort nicht folgen und auch nicht mitmachen können. Deswegen haben Kat und ich überlegt, auch auf YouTube ein Gewinnspiel zu machen. Genau, wir werden euch natürlich dann rechtzeitig Bescheid sagen. Genau, also schaut auf jeden Fall unsere Uncutmas-Vlogs an, um das Gewinnspiel nicht zu verpassen. Ich wollte eigentlich gestern schon bei Rochelle vorbeifahren, weil wir waren gerade in ihrer Nähe. Aber wegen der Ausgangssperre konnten wir nicht mehr vorbeifahren. Und das ist irgendwie so komisch, dass man an einer Zeit gebunden ist. Ne? Also ich verstehe schon den Sinn der Ausgangssperre und so weiter. Aber es ist einfach so komisch, so um 20 Uhr muss zu haben. Es ist so wie damals, wenn man, keine Ahnung, wie früher, wenn man mal mit Freunden unterwegs war, dann haben die Eltern gesagt, um 20 Uhr bist du wieder zurück. Also meine Mama hat das übrigens nie gesagt. Wir durften immer so lange draußen bleiben, wie wir wollten. Das fand ich eh immer krass, weil wir haben halt bei unseren Freunden gesehen, so oh, krass, die müssen um 20 Uhr wieder zu Hause sein. Also immer, wenn wir mit denen gespielt haben, da waren wir so 10 oder 11, 12 herum, haben wir draußen immer gespielt, im Wald und so weiter. Und dann mussten die dann um 18 Uhr wieder zu Hause sein. Und dann fanden wir das irgendwie so krass, weil ich dachte so, also bei uns ist egal.
wir hatten bei unserer Mom irgendwie nie Regeln. Die war echt locker, außer wenn es um Freund ging. Weil sie hat gesagt, erst wenn wir 18 sind, dürfen wir einen Freund haben. Ich hatte natürlich schon mit 12 einen Freund. Als ich dann einen Freund hatte, habe ich es auch gesagt. Und dann war es auch okay. Nur übernachten durften wir nicht bei unserem Freund. Wir waren natürlich trotzdem überladen. Wir waren keine guten Kinder, Leute. Wir haben unsere Mom angelogen. Aber ich glaube, sie hat es uns verziehen. Ah, Unfall! Ich habe mich geschnitten. Alter, guck mal, wie das blutet. Ich habe mich richtig tief geschnitten. Ah. Cut backt einmal und dann sowas, ne? Hallo. 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 Hi. Guck mal, das ist der Geländer. Unser Gast ist jetzt weg. Ja, meine Haare sehen ja komisch aus, als hätte ich meinen Conditioner nicht richtig ausgewaschen. Und ja, den, ja, der kann man uns jetzt hier besuchen. Wir haben den Kuchen gegessen. Ja. So sieht der Kuchen übrigens aus. Ist richtig lecker auf jeden Fall. Mir war es aber voll peinlich. Leo hat ein Kuchenstück seinen Teller gemacht. Und in dem Kuchenstück war, also ist irgendwie so ein Fussel von meinem Pullover. In seinem? Ja, genau seine, weißt du so. Und dann hat er so, hab ich gesehen, wie er es so weggemacht hat. Und ich war so, mm. Aber ich meine, er hat den Kuchen aufgegessen. Aber Mann, ey. So. War so fusselig. Naja, egal. Ich habe übrigens gestern Vanillekipferle zum ersten Mal gebacken. Also wirklich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben. Zum Glück gibt es einen Thermomix. Und habe dann auch dafür diese Vanillekipferle, Kipferl, das heißt nicht Kipferle, Kipferl-Form benutzt. So sehen die aus. Mh, die sind mega lecker. Voll anstrengend, so Besuch zu haben, so richtigen Besuch, weißt du? Ja. Also so, wenn jetzt irgendwelche Jungs kommen, so, dann denkst du scheiß drauf. Wenn dann so Familie kommt, dann will man so alles sauber haben und was zu essen. Ich habe schon so alles angefangen zu sauber zu machen, dann bin ich erst extra zu Anna gefahren, hab noch Butter geholt, weil ich extra noch einen Kuchen backen wollte und so für den Besuch. Und dann komme ich nach Hause, der Besuch kommt um 13 Uhr und Leo lag einfach noch im Bett um 12. Und dann bin ich zu Leo gegangen, muss ich nicht langsam aufstehen. Ich war so im Bett. Ja? Ja? Doch? Ich sollte jetzt langsam aufstehen. Ich so, ja, du solltest jetzt langsam aufstehen. Und dann habe ich gesagt, kannst du noch saugen? Kannst du noch das machen? Ja, das mache ich jetzt. Und dann hat er den Boden gewischt. Voll gut, dass er den Boden gewischt hat. Und er hat gesagt, warum läuft der Wischmopp aus? Und dann war auf einmal der ganze Boden nass. Wir hatten hier eine komplette Pfütze. Dann mussten wir das so sauber machen. In der Zwischenzeit haben wir Mittagessen gemacht und gebacken. Alter, ey, war so voll im Stress. Und im Stress konnte Leo auf einmal auch dann nicht mehr kochen, ey. Soll ich das würzen? Ich so, ja, schmeckt's einfach ab. Soll ich das noch salzen? Ja, schmeckt's doch einfach ab. Ja, ich durfte keine Fragen. Darf ich das salzen? Ja, weißt du, und dann ist es so, weißt du, wenn der Besuch da ist, man ist dann so, ja, hallo, ja. So, wir tun dann so, als wär gar nicht in Stress gewesen. Wir haben alles noch geschafft. Ja, auf jeden Fall der Besuch war aber mega nett. Leo, du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, gell? Erstmal richtig, ja. Ja, und genau, jetzt räumen wir ein bisschen auf. Ich habe eben erst mitbekommen, dass ab Mittwoch alles wieder geschlossen hat. Das heißt, ich glaube die Kitas auch, also wir werden wahrscheinlich Eliana zu Hause lassen. Schon krass. Ich meine, wir haben es alle, glaube ich. Wackelt die Kamera? Ich glaube, wir haben es alle kommen sehen, dass alles wieder irgendwann schließt. Ist irgendwie krass. Alles, ne? Ja, was soll man machen? Es hat ja alles auch seinen Sinn und Zweck. Hoffen wir mal, dass es danach besser wird.
mich umsonst geschminkt. Ich heule schon seit gestern Abend. Gerade ein bisschen so einen Mental Breakdown gehabt. Also wir haben, weiß ich, bestimmt hat das Anna schon im Vlog angesprochen. Aber wir haben gestern Abend erfahren, dass unser Cousin auf den Philippinen gestorben ist. Mit 23 Jahren, Alter. 23 Jahren. Das war vom... Das war Popel. Für die, die unsere Vlog schon seit einer längeren Zeit verfolgen, kennen ihn vielleicht. Und zwar ist es unser Cousin, der von heute auf morgen einfach gelähmt war und konnte nicht mehr laufen. Das war schon ganz kurios. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir geht's gar nicht gut. Gestern haben wir die Nachricht bekommen, dass unser Cousin gestorben ist. Ich bin so geschockt, Leute. Ich bin immer noch geschockt. Ich heule schon seit gestern. Ich glaube, man sieht's. Ich hatte anscheinend, ich habe gestern mit Oma telefoniert. Und mit Opa. Und die meinten, also sie konnte, also er konnte auf einmal nicht mehr atmen, hatte Atembeschwerden. Und die wohnen ja etwas weiter weg und die sind dann mit der Family von ihrem Ort, das sind so 1,5 Stunden, fast 2 Stunden, mit dem Bus nach in die nächstgrößte Stadt ins Krankenhaus. Und da haben die einen Test von ihm gemacht, einen Corona-Test. Aber bis das Ergebnis da ist, müssen die ihn dort halt behalten im Krankenhaus. Und er durfte nur eine Begleitperson mitnehmen. Und das war in dem Fall seine große Schwester. Und die Mutter von ihm hat einfach die ganze Zeit draußen vorm Krankenhaus gewartet. Oma meinte, um 21 Uhr wurde er ins Krankenhaus gebracht. Und um 2 Uhr morgens ist er gestorben. Ja, die Schwester hat es erfahren, weil sie direkt dabei war. Und sie konnte aber ihrer Mutter nicht Bescheid sagen, weil sie kein Handy hatte und sie die ganze Zeit draußen gewartet hat. Und sie darf auch nicht raus aus dem Krankenhaus. Also hat die Mutter einfach, wie lange hat sie schon gewartet? 4 Stunden, 5 Stunden vom Krankenhaus gewartet. Und mit dem Unwissen, dass ihr Sohn eigentlich schon gestorben ist. Und ja, unsere Cousine hat unseren Opa angerufen. Alle wussten es. Nur die Mutter nicht. Ja, und unser Opa hat sich dann auf den Weg gemacht und hat ihr dann die traurigen Neuigkeiten gesagt. Also ich will mich gar nicht in die Lage von unserer Tante reinversetzen. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen reinversetzen. Gestern Abend habe ich erstmal eine Weile gebraucht, bis ich die Nachricht richtig gecheckt habe. Also unsere Mom hat es uns erzählt. Ich habe gestern Abend erstmal eine Weile gebraucht, bis ich das eigentlich überhaupt realisiert hatte. Und dann habe ich mich eigentlich auch schnell beruhigt. Also es war so, keine Ahnung, es ist halt auch, dadurch, dass es so weit weg ist von mir, habe ich es irgendwie nicht richtig realisiert die ganze Zeit. Aber ich glaube, das ist normal. Und als ich dann mit meiner Oma telefoniert hatte, boah, das war so richtig schlimm, weil Oma hat sowas von angefangen zu weinen. Ich habe die, glaube ich, noch nie so weinen gehört oder gesehen wie gestern beim Telefonieren. Und da habe ich eigentlich so richtig realisiert, oh mein Gott, das ist wahr. Und gestern Abend war ich einfach komplett weg. Also, ja, gestern Abend war ich komplett knocked out. Also ich konnte mein gestern Abend nicht gebrauchen. Ich habe mich ein bisschen abgelenkt mit Plätzchen backen. Naja, und ja, so
so gehe ich ein bisschen mit Trauer um. Und zwar lenke ich mich einfach ab. Und das habe ich auch gemerkt, heute habe ich mich halt die ganze Zeit abgelenkt. Ich war die ganze Zeit im Stress, weil wir auch Besuch kamen und es war die ganze Zeit nichts. Aber jetzt, wo es so ruhig geworden ist, plötzlich. Ja, und jetzt sehen wir halt auch so Facebook-Posts und so von unseren, vor allem von den Brüdern. Und sie posten halt, wie schmerzhaft es ist. Und kann ich voll nachvollziehen. Stell mir vor, so wenn ich jetzt überlege, es wäre Anna. Oh Gott. Ich finde es schlimm, ist halt. Ich glaube, wäre jetzt nicht Corona, ich würde direkt hinfliegen. Wir haben so viele Nachrichten bekommen zur Zeit mit Leuten, die gestorben sind. Ja, ist echt schlimm. Habe ich jetzt inzwischen beruhigt, bin jetzt auch wieder zu Hause. Wir machen jetzt Essen. Ja, es gibt bei uns Kürbissuppe. Ich freue mich drauf. Dich verletzt, Schatz, mit dem Messer, gell? Ja. Weil du bist einfach, was dir passiert ist. Was? Was? Ja. Weißt du, ich wüsste ja, dass mir sowas, mir passiert das ja auch, aber ich weiß es immer vorher schon. Das ist also, aber ohne Scheiße, wenn ich dich mit so einem Messer sehe, habe ich irgendwie immer ein ungutes Gefühl. Weil es passiert nicht oft, aber ich weiß, es wird irgendwann passieren. Ich komme jetzt von meinem Kleiderschrank auf, krass, gell? Du? Ja. Boah, das ist ja krass. Ja. Diesen Tag sollten wir festhalten. Ja, überleg dir schon mal eine Überraschung, wenn ich es gemacht habe. You wish. Ah, dieser Kürbis fuckt mich ab. Unsere Kürbissuppe ist fertig. Ich habe da noch Kürbiskernöl rein. Ein bisschen zu viel. Ich dachte, egal. Oh Gott. Und einen Gurkensalat habe ich noch gemacht. Liest du das bundesweite vor? Ja. Okay, dann lies mal. Was bundesweite? Hä? Was bundesweite? Die Einschränkungen. Okay, das kann ich gerne vergessen. Ich wollte, dass du darüber informierst. Ja, aber die Leute wissen ja in dem Moment, wo du es vorliest, um was es geht. Ja, ich weiß, aber ich habe dich schon gut mit Fragen eingeführt, die ich haben wollte. Okay. Demnach sollen alle Geschäfte vom 16. Dezember bis 10. Januar schließen, außer jene, die den täglichen Bedarf abdecken. Dazu gehören demnach unter anderem der Lebensmitteleinzelhandel, Wochenmärkte und Direktvermarkter für Lebensmittel, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser und Apotheken. Für den Zeitraum gelten deutliche Kontakteinschränkungen an den Schulen und Kitas. Kinder sollen, wann immer möglich, zu Hause betreut werden. Daher werden Schulen grundsätzlich geschlossen oder die Präsenzpflicht ausgesetzt. Der Beschluss sieht allerdings Notfallbetreuung und Distanzlernen vor. Mhm. Analog ist es für Kitas geplant. Also wenn wir Eliana daheim lassen können, lassen wir sie daheim. Also wir können sie daheim lassen, also lassen wir sie daheim. Für Eltern sollen zusätzliche Möglichkeiten geschafft werden, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub nehmen zu können. Vielleicht was für mich, für Selbstständigen schwer. Weihnachten im engsten Familienkreis. Private Treffen sind weiterhin auch für fünf Personen aus zwei Haushalten zu beschränken. Ausgenommen sind Kinder bis zum Alter von 14 Jahren. Da müssen wir mal drüber sprechen. Eine Ausnahme bilden die Weihnachtstage vom 24. bis zum 26. Dann ist ein Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen aus dem engsten Familienkreis und deren Kinder bis 14 Jahren erlaubt. Zum engsten Familienkreis zählen dem Papier zufolge Ehegatten und sonstige Lebenspartner, also wir sind sonstige Lebenspartner, sowie direkte Verwandte und die Haushaltsangehörigen der genannten.
Ein Treffen in dieser Konstellation ist laut dem Beschluss auch dann gestartet, wenn dann mehr als zwei Hausstände oder fünf Personen über 14 Jahren zusammenkommen. So, Silvester, Neujahr. Gilt bundesweit ein Versammlungsgebot, ich kann nicht mal lesen, gell? Silvester, Neujahr. Gilt bundesweit ein Versammlungsverbot und ein Feuerwerksverbot auf publikumsträchtigen Plätzen, die von den Kommunen bestimmt werden. Also ich persönlich hätte kein Problem damit, wenn Silvester nie wieder mit Feuerwerkskörpern stattfindet. Allein was das an eine Verschmutzung macht, eine Umweltverschmutzung macht, also da wäre ich sofort dabei und hätte echt auch kein Problem damit. Das verstehe ich jetzt nicht. Also Weihnachten, also Weihnachten 24. bis 26. Dezember werden die Regelungen gelockert. Dann ist ein Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen aus dem engsten Familienkreis und deren Kinder bis 14 Jahren erlaubt. Ich wurde mal im Schulwettbewerb in der Realschule Dritter beim schulübergreifenden Lesewettbewerb. Haben wir nicht gemerkt. Gerade? Mhm. Ich habe schon lange nicht mehr laut gelesen. Wann liest man heutzutage noch laut? Eliana, jeden Tag. Ja, aber das ist immer nur so... Das ist die kleine Maus und die sitzt auf ihrem Haus. Ja, okay, es sind schon längere Sätze. Es sind schon längere Sätze, aber meistens nur so, das kleine Schwein sitzt ganz allein auf einem großen, runden Stein. Da ruft es in die Nacht hinein, ich will nicht mehr alleine sein. Da packt es seine sieben Sachen ein, Seife und Kamm, Bürste und Schwamm, und zwei große Stück Kuchen und noch irgendwas anderes. Mit Arm. Und dann zieht sie los, einen neuen Freund zu suchen. Ja, brauchst du mir jetzt nicht die Story vorlesen. Ich kann es aber echt fast auswendig, das Buch, gell? Ich kann alle Bücher auswendig, das müssen wir gerne neue Bücher kaufen. Damit ihr Bescheid wisst, ne? Die Einschränkungen. Falls ihr es noch nicht gehört habt, habt ihr es von uns gehört. Juli zeigt mir jetzt ganz stolz seinen aufgeräumten Kleiderschrank. Das sind hier die Freizeithemden und die Chiller-Karo-Hemden mit Jacken. Hier sind meine Hosen aussortiert, also nur noch die richtigen drin. Hier meine T-Shirts. Hier meine schicken Sachen. Und dann gibt es noch Jogginghosen und kurze Hosen. Schaut mal, er hat sogar die Gürtel. Ja, die Hälfte auch nicht mir gehört, keine Ahnung. Wo meine sind? Ja, die Socken will ich noch wegmachen, ne? Ja, das kannst du machen. Nein, das kannst du bestimmt machen.